Hallo Leute, ich bin heute wieder im Wald unterwegs und möchte mir was Leckeres kochen. Und zwar werde ich eine Pilzpfanne machen. Jetzt bin ich in den Wald gegangen und mir ist eine ganze Klasse Schulkinder entgegengekommen. Und als ich an meiner Feuerstelle angekommen bin, hat da ein richtig gutes Feuer auf mich gewartet, also perfekte Glut. Und ich kann jetzt gleich mal anfangen zu kochen, was mich sehr gefreut hat. Für die Pilzpfanne benötige ich Butter zum Anbraten. Ich werde noch ein bisschen Speck hineinmachen, eine halbe Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, meine selbstgemachte Gewürzmischung, natürlich die Pilze und ein wenig Sahne. Ich werde jetzt damit anfangen, dass ich das ganze Zeug erst klein schneide und dann fange ich an mit dem Kochen. Ja, ich werde also jetzt mit der Zwiebel anfangen. Die werde ich relativ klein schneiden. Erstmal kommt die Schale runter. Die packe ich mir jetzt auf die Seite und dann kommt der Speck dran. Die Schwarte, die werde ich runterschneiden. Die werde ich in kleine Würfelchen schneiden. Dann geht es an den Knoblauch. Den werde ich jetzt einfach ganz klein hacken. Oder so klein wie es geht. Und die Pilze, die werde ich auch relativ klein schneiden. Nachdem jetzt alles geschnitten ist, kann ich anfangen mit dem Kochen. Und danach gleich mal die Zwiebeln anrösten. Die Zwiebeln, die werde ich jetzt goldbraun anbraten und danach kommt der Speck dazu. Ich denke, jetzt kann ich den Speck schon dazu tun.
So, und jetzt kommen langsam die Champignons dazu. Danach kommt die Gewürzmischung dran und dann lösche ich das Ganze mit Sahne ab und lasse es etwas einkochen. Und jetzt kommt meine Gewürzmischung rein. Den Knoblauch. Und jetzt das Ganze mit Sahne aufgießen. Ja, es dämmert schon langsam. Aber allzu lange dauert es nicht mehr. Ja, Leute, meine Pilzpfanne ist fertig. Ich werde sie jetzt probieren und ich denke mal, sie schmeckt exzellent. Hier ist meine Pilzpfanne. Ich werde sie jetzt probieren. Mmh, richtig cremig nach Pilzen. Natürlich, was sonst. Ich werde die jetzt essen und danach hat eh schon die Dämmerung angefangen. Danach werde ich noch ein bisschen hier die Ruhe genießen und dann geht's wieder ab nach Hause. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.